So, weiter geht's hier im nächsten Projekt. Thematisch mehr oder weniger passend. Jetzt, wo wir die Thief-Reihe abgeschlossen haben, wagen wir uns doch mal an Dishonored. Ist ja auch zumindest ein ähnliches Spielprinzip und auch ein wenig davon inspiriert worden. So, ich schaue mal gerade mal nach. Die Optionen sollten soweit passen, denke ich. Ja, das kriegen wir hin. Schwierigkeit gerade normal ist auch okay. Ich schätze mal, den können wir notfalls noch umstellen, aber ich hoffe mal, das kriegen wir so hin. Ja. Soweit wäre dann alles eingestellt. Dann starten wir doch mal in ein neues Spiel. Und jetzt viel Spaß mit dem Intro. Aber noch etwas heller, dass man es besser sehen kann. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit Sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, Sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig! Genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht. Sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Hey da, es geht nach oben! Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Endlich zu Hause. Gleichmäßiger Druck. Und das war's. Steg runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Na gut, dann schauen wir das doch mal an. Hi. Gute Reise gehabt, Sir. Oh, schon. Corvo, sie wartet. Sie sollten zur Kaiserin gehen. Ja, ist ja gut. Nur nicht meckern. Aber ja, versuche doch mal das Ganze möglichst schleichend zu erledigen. Also, indem wir keinen erledigen, keinen töten. Möglichst alle Artefakte und Runen mitnehmen. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert und wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Er malt hier heute ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann jetzt. Ja, macht mal. Wird schon schief gehen, denke ich. Na gut, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Nur noch wenig Schiffe auf dem Fluss. Wegen der Seuche. Auch schon wieder thematisch passend. Aber ja, ich habe es, glaube ich, ein oder zweimal als Let's Play gesehen. Selber gespielt noch nicht. Aber
Von daher ist sie jetzt auch nicht mehr blind. Also an einiges kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Hallo, Sir. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Kavo, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Na gut, legen wir los. Gut, los geht's. Na ja, hier? Ah ja, da wird gemalt. Lauf mit mir! Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut! Okay. So, C für den Schleichmodus, alles klar. Das könnte knapp werden. 9, 10. Ich komme. So, wenn du guter E drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen, die Lage erkunden. Aha. Na dann mach mal. Ich finde dich. Bin ja eigentlich ganz zufrieden mit dem Versteck hier. Aber, wie es scheint, sind wir dann doch ganz erfolgreich. Ich glaube nicht, dass sie allzu viel mitkriegt. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Hey! Na? Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Mein Kindermädchen sagt, es gibt viele mehr. Aber ich glaube, sie will mir nur Angst machen. Ah, das passt schon. Keine Sorge. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. So, warte mal. Wie sieht's denn hier aus? Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Na, ich weiß ja auch nicht. Was machen Sie? Ich brauche die Flasche, damit Campbell mich nicht ansieht. Tja. Aber ich glaube, ich kann es auch ohne die Flasche versuchen. Auch wenn er sie immer griffbereit hat. Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Oberaufseher, wechseln Sie nicht ständig die Pose. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Sehr gut. Hast hier richtig fein gemacht. Ah, ich glaube, das wird was mit dem Gemälde. Glaubst sie empfängt du, dass sie gleich. Wenn du nach dein eigenes Kommando bekommst, die Chancen stehen gut. Es war gut mit Ihnen zu reisen, Corvo. Das ist doch schön. Hallo, mein Herr. Hallo. Danke fürs Saubermachen. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo,
2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Kann sein, dass dir das nicht passt, dass sie wieder zurück sind? Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten sie allein lassen. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Einen Brief, wie es scheint. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Okay. Links mit einem Fernangriff, mit rechts... okay. So, halt Steuerung gedrückt, um Schwerthiefe zu blocken. Im richtigen Moment blocks erhält der Gegner einen aus dem Gleichgewicht. Komm her. Na, mit Block üben wir noch. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal! Nicht schon wieder! Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Mama! Oh. Halt an, Corvo! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt.
Das klingt ja doch etwas vielversprechend. Hm. Naja, also ein abgekartetes Spiel. Narati. Anonyme Nachricht. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum, nehmen Sie dort den Sprengsatz und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Immer wegen des Würfelspiels? Du bist so ein Hitzkopf. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily ent... So, mit dem Schwertlernen kannst du ahnungslose Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst oder du schleichst von hinten heran und hältst Steuerung gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohlergesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Ja, und wie gesagt, das versuche ich halt durchzuziehen, dass ich halt keinen umbringe. Wir haben hier eine Quick-Save-Funktion. Und, ja, dementsprechend auch das beste Ende dann kriege. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So, kannst mal weg. Gute Nacht. Noch mal, wenn Slack Joe und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen? Na, auf jemand anderen. So, jetzt... Ah ja. Stellt sich die Frage... Die Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Dieser dreckige Abschaum. Ha? Okay, das war schon mal nix. Hm. Nicht jetzt, bitte. Ach, vielleicht haben wir da mit den Säulen etwas mehr Glück. Ja doch, ich glaube, da kommen wir eher außer Sicht. So, warte mal, bis du wegguckst. Und wusch. Die Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ungeziefer. Aber echt. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Ja, versuchen kann man es hier mal. Okay, hier sollen wir dann hochklettern. Alles klar. Mampf. So, bisher geht's ja noch ganz gut, muss ich sagen. Ja, aber sie wollten fast nicht gehen. Faule Bande. Wenn sie die Karte, dann bekommen sie
So. Irgendwann hätten wir uns hier auch noch Sachen holen können, aber hey. Im Moment sind wir ja doch ganz gut ausgestattet, so wie das aussieht. Ich glaube, da wartet jemand auf uns. Ich hoffe, du bleibst da. Hey, schon müde? Du bist so ein Hitzkopf. So, ich denke, da wären wir auch einigermaßen gut vorbeigekommen, aber hey. Packen wir dich gerade mal. Hinüber. Ah, diese beschissene. Die mordige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. So, was haben wir hier noch schönes? Ah, genau. Das gute Walöl. Lecker, lecker. Komm doch mal gerade mit. So. Na komm. Hoffen wir einfach, dass hier keiner durchkommt. Hier unten haben wir das Verhörzimmer. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier. Wen haben wir denn hier? Ah ja. Netterweise wartet noch niemand hier auf uns. Gut, und da brauchen wir den Hofschlüssel für. Okidoki. Wahrscheinlich finden wir den hier drin. Okay. Niemand da. Wird außer uns wahrscheinlich niemand verhört hier. So, lecker, lecker. Haben wir denn da die Anweisung des wachhabenden Offiziers? Corvo Atando, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hergebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es der Lordregent wünscht, ist Ihr Kopf der Nächste, der rollt. So, Zielnotizen und Inventar. Rührt, um das Tagebuch zu öffnen. Du kannst dort deine Missionsziele einsehen und dich entscheiden, welche du verfolgen möchtest. Missionshinweise und Informationen über deine Ausrüstung lesen sowie deine übernatürlichen Kräfte verwalten. So. Da werden die Missionshinweise. Gegenstände haben wir bisher noch nicht gefunden. Die haben wir beide schon gelesen. Deine Schlüssel zum Hofgang. Hier drin ist dann die Zeitbombe. Okay. So, da können wir noch Zeug durch die Gegend schmeißen. Auch ganz nett. Auszug aus dem, einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird.
Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituelle Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie der letzten Nacht des Monats des Regenten eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. Mit einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder auf sie und welche Kinder getötet werden. So, hallo, Wollinchen. Verschwitzte Grüße, würde ich mal sagen. Ist ja doch relativ warm draußen im Moment. So, hallo Sprengsatz. Sehr nett. Dann schauen wir, dass wir hier nochmal einigermaßen rauskommen. Nicht betreten, es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Heckwolf, du fauler Sack. Hast du dem Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Ha? Oh. Das ist hoffentlich kein Studium. Das war jetzt nicht so geplant. Drin ist es fast wärmer. Ja, so ungefähr. Ja, ist schon einiges zusammengekommen. Naja, mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Vielleicht sollte ich dann doch mal die Flaschen hier mitnehmen. Die wäre nicht umsonst hier gewesen sein. Konnten wir da nicht noch irgendwas machen? Ja. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Ach, ich weiß nicht. Kaiserin wird noch andauernd ermordet. So, dann schauen wir mal. Du fauler Sack. Hast du dem Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runde. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So, schaut euch das mal schön an da. Aber das könnte jetzt funktionieren, oder? Jo. Corvos Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Oh nein. Na guck mal, dann passt es doch. Dann lohnt es sich doch, sich drin aufzuhalten. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Nicht jetzt, bitte. Aber Essen? Es geht doch um Essen. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden.
Das war knapp. Was zum? Upsala. Ich glaube, ich sollte dich ausschalten. Ich glaube, das geht etwas schneller, statt mich dann hier vorbeizuschleichen. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ich hoffe mal, du fällst da nicht auf. Mampf. So, noch einer weniger. Damit kriegen wir die Tür auf. So ein Kühlpinguin, das wäre ja auch nicht verkehrt. So. Warte mir, dass du dich hier noch rüberpackst. Dann kommst du mal weg. Dann läufst du doch weiter, als ich hier gedacht habe. So, habt ihr euch noch Beute? Nö. Ja, ist ja halt auch kein pinguinfreundliches freundliches Wetter hier. So, können wir dich ausschalten? Da oben guckt gerade jemand. Genau. Einmal weg. Und dann komm mal her. So, dann müssen wir dich, weggepackt. Oh. Wieso läufst du auf einmal hier runter? Ich dachte, du bleibst da oben in der Ecke. Das ist natürlich ungünstig. Aber auch kein Problem, was wir nicht in den Griff bekriegen könnten. Du kannst da mal ruhig bleiben, ne? Flatsch! Schöner schnarcht. Gut, ich denke mal, der Schalter... Was macht denn der Schalter? Testen wir das doch mal. Ah, die Tür wieder zu. Will ich das? Eigentlich ja nicht.
Wohl, nee, warte, das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, wenn wir die Tür zumachen. Wir müssen ja, glaube ich, aus dem Tor dann raus. Ding. So. Fröhlich sprengen. Platsch. So, dann mal ab zu den Tunneln. Bisschen was an Luft haben wir ja noch. Ich hoffe, wir finden den Täter. Sonst sind wir alle tot. Das sehe ich auch so. Ah ja, schön. Hühle ist nass. Wo wir am Freitag ja auch in Hamburg noch eine Runde die Elbe gesprungen waren. War auch ganz angenehm, gerade bei dem Wetter. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, hallo Kanalisation. Ich denke, wir haben ja alles, von daher. Los, los. So. Outsider. Oh, achso. Ist unter uns. Narati? Er hat Sprengstoff benutzt, um den Weg freizumachen. Das war kein Zufall. Glaubst du, er hatte Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Ja, ich glaube, in Hamburg haben sie nachher auch irgendeinen Zugang zugemacht für bei einem beliebten Baggersee. Aber wie gesagt, wir sind halt auch im Rad irgendwie 10 Minuten rausgefahren oder 15 Minuten, nee, 20 Minuten, 10 Kilometer waren es so rum. Und da ist dann eigentlich eine relativ große Fläche, wo wir dann rein konnte. Das ging eigentlich ganz gut. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Cold Ridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Ja, habe ich aber gestern in der Straßenbahn dann auch. Gut, die Wahl nachher auch so entsprechend voll. Aber auch im Miniaturwunderland war da nicht allzu viel. Also, aber im See ging es tatsächlich. So, ihr lasst es euch schmecken. Sehr schön. Hier haben wir noch versteckte Ausrüstung. Na, sieh mal eine an. Ah, das müsste, glaube ich, die Armbrust sein.
Ne? Einmal raus, bitte. Dann hier schnell dran vorbei. Ich glaube, die Ratten interessieren sich ja nicht so für uns. Glücklicherweise. Hallo, hallo. Ah. Möchtest du da mal kurz weg? Danke. Ja, ich muss sagen, im Moment habe ich es auch... es ist hier gerade einigermaßen angenehm. Wo im Zimmer, das ist doch warm, aber könnte schlimmer sein, das ist noch auszuhalten. Damiens Tagebuch. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchten, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun als warten. Wir sind sehr krank. Es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Brechen in die Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Das wollen wir mal sehen. Ja, ich bin halt auch Dachgeschoss. Von daher, es wäre unten angenehmer, aber wir hatten es auch schon mal schlimmer hier drin. So, lecker, lecker. Flupp. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ach ne, letztes Jahr war es doch ordentlich. Da hat die Hitzewelle halt früher angefangen. Aber da hatten wir auch teilweise bis 37, 38 Grad hier. So, Ratten. Mal da bitte weg. Ah, ich habe euch eine leckere Leiche geschmissen. Da, Leiche. Ja, also. Geht doch. Der Attentäter Kovo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Na gut, ich... Ja, also ich glaube, also hier war es wahrscheinlich auch relativ warm. Ich bin allerdings auch erst um... um 9 Uhr abends wieder, oder Viertel nach 9 war ich erst wieder in der Wohnung. Aber dafür haben wir eine sehr angenehme Rückfahrt gehabt mit Fahrgelegenheit. Ach, mit F war das. Okay.
Ja, ich freue mich auch schon, wenn es hier dunkel wird und ich das Fenster nochmal aufmachen kann. Das könnte dann eventuell helfen. Na, okay, das ist nichts zum Lesen. Eine Falle. So, einfach mal alles mitnehmen, was hier irgendwie rumliegt. So. Was haben wir hier Schönes? Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Saumel in der Nähe der Abflussrohre, die nach Renhaven führen. Zögern Sie nicht, viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Mhm. Kann ich die Klamotten auch mitnehmen? So. Was haben wir denn da? Die Schnellauswahl mit dem Mausrad, okay. Kann man auch in die Hotkeys legen. Ah, das ist doch schön. So, dann hatte ich das mit der Armbrust noch richtig in Erinnerung. Bleib mal hier mit dem ganzen Spaß hier. Das hätte böse enden können. Hm. Aber sonst ist hier wohl nichts mehr zu vermieten. Ich weiß ja nicht. Dann komm mal her. Nächsten Draht. So, Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme nächsten Monat wegen dieser Sache zurück. Hm. Bei dem Whisky. Okay. Ist hier irgendwo Whisky? Das müsste da hinten aber auch irgendwo gewesen sein. Da ist Whisky. Oh, Dumping allowed. Haben über einiges vermint.
Transport. Ach ja, hier, warte mal. Sieben, sechs, zwei, fünf, neun. Irgendwas mit Eisen, so wie es aussieht. Ich schätze mal, das würde das sein, oder? Haben wir sonst irgendwas mit Whisky, wo Zahlen dabei sind? Na, ich glaube nicht. Sieben, acht, zwei, ob das was bringt. Wir sind ja, sind drei Zahlen. Nö. Aber warte mal, hier ist Whisky. Okay, gut. Das war dann doch etwas eindeutiger. 451. Hab ich wieder zu weit gedacht. Aber gut, das ist ja auch nur Einführung jetzt. Dankeschön. Gut, das Ding haben wir schon geplündert. Ah, da können wir raus. Okay. Also mehr oder weniger. Ja, das kann helfen. Ist jetzt hier leider nicht so möglich. Nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Oder was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Mist, ich wollte eigentlich noch nicht darunter. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. So, lass dich von oben auf Gegner herabfallen und drücke linken Button kurz vor dem Landes, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest beim Sturz keinen Schaden. Ja, aber ich möchte ja die Leute nicht umbringen. Von daher. Ganz ruhig. Bist du jetzt gestorben? Ich glaube, du bist gestorben, weil du das Ding eingefallen bist, ne? Habe ich jetzt so lange nicht mehr gespeichert? Dann noch lieber das. Jupp, das ist besser. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Oder was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Ah.
Okay, das hat erstaunlicherweise funktioniert. Augen auf, ihr Würmer. Während meiner Wache kommt er hier nicht durch. Ungeziefer. So, schnell nochmal in Deckung. War wohl nur der Wind. Ja, denke ich auch. Ganz ruhig. Ja, die Sachen mit dem Falkenangriff kennen wir ja schon. Aber ich kann mich auch einfach hier mal dran vorbeischleichen. Sag mir doch nochmal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen. Du bist so ein Hitzkopf. Aha. Na, fuck. Kommen die also doch noch darüber? War wohl nur der Wind. Aber zum Glück geht das mit dem Speichern und Laden relativ schnell. Schon müde? Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Genau, ich habe jetzt das Stream-Programm mal gewechselt. Also statt Streamlabs OBS habe ich jetzt Stream Elements. OBS, das gibt mir halt noch ein bisschen, also das hat halt, nimmt quasi das standardmäßige OBS Studio und baut auch noch ein bisschen ein paar Sachen dazu. Und hat dann noch so ein paar Komfortfunktionen mit zusätzlich dabei. Und das hat halt eben einen eingebauten oder halt auch einen eigenen Bot. Und da konnte ich aber auch ganz einfach die Sachen vom Nightbot übernehmen. Und mittlerweile habe ich auch, also ich habe den das letzte Mal schon eingestellt gehabt, habe dann aber vergessen anzugeben, dass der halt dann auch entsprechend sich melden soll. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Cobble, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. So, und also theoretisch müssten die ganzen Befehle auch funktionieren. Kannst du ja mal testen. Corvo, hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Ja, haben wir eigentlich alles soweit alles. Das war Ausrufezeichen Commands. Oder Command, glaube ich. Na gut, alter Mann, dann los. So, die animiert, die Lewis-Seminier, zwei sind entdeckt worden, das ist ja egal. Allgemeiner Chaos-Faktor niedrig, sehr schön. Runen gab es keine und ein paar Münzen übersehen. Alles klar.